Darüber wollen wir noch mal sprechen. Bei uns im Studio ist Professor Thomas Wiegand, der Leiter des Fraunhofer Instituts für Nachrichtentechnik. Schön, dass Sie hier bei uns sind. Jetzt erklären Sie uns doch vielleicht noch mal, warum ist dieser neue Mobilfunkstandard oder die Einführung dessen so umstritten in Deutschland? Es ist ein Interessensausgleich wie alle großen Einführungen. 5G ist kritische digitale Infrastruktur, notwendig für die Wirtschaft, damit wir international konkurrenzfähig bleiben. Damit es schneller wird, oder? Alles. Es wird ganz viel passieren. Sie haben natürlich die klassischen Mobilfunkanbieter, die die klassische Telefonie erlauben und auch das Internet und so weiter. Aber es gibt komplett neue Anwendungen, zum Beispiel digitale Landwirtschaft. Eine Drohne, die übers Feld fliegt und feststellt, wie viel Wasser ihre Pflanzen brauchen, macht Landwirtschaft nicht nur ökonomischer, auch ökologischer. Warum ist es so schwierig, diesen Standard flächendeckend überall hinzubauen, zu installieren und alle ranzubringen an dieses Netz? Das hängt an einigen technischen und physikalischen Randbedingungen. 5G ist gut für höhere Frequenzen. Bei höheren Frequenzen brauchen Sie aber dichtere Sendemasten. Und das ist im Land eben, in der Fläche eben schwieriger. Sind das auch die Kosten, die dann in die Höhe schießen? Natürlich, natürlich. Und die klassischen Mobilfunkanbieter müssen die Kosten, die sie haben, mit denen, die sie erwarten, über ihre Kunden abwägen. Man sieht ja, dass der Markt relativ eng gesteckt ist. Wir haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, nur 3 Anbieter, die überhaupt um diese Lizenzen konkurrieren. Wie ist das zu erklären? Ja, sie müssen sehr hohe Investitionen durchführen und das führt zu einer Konzentration, das ist klar. Es gibt aber bei der Vergabe jetzt durch die Bundesnetzagentur eben einen Aspekt, der neu ist. Und zwar gibt es einen Teil des Spektrums, das sozusagen an regional vergeben wird. Wenn Sie jetzt in der Gemeinde sind und Sie wollen Ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen, können Sie versuchen, dieses Spektrum zu bekommen, können vor Ort Ihre 5G-Antenne installieren und können diese neuen Anwendungen, diese neuen Dinge vor Ort erlauben. Das ist eine ganz faszinierende neue Möglichkeit und das könnte ganz viel ermöglichen. Ist nur mal die Nachfrage, ist das jetzt ein Vorschlag, den Sie machen oder ist das auch von der Bundesregierung so geplant? Das ist Teil dieser Diskussion mit der Bundesnetzagentur, die gerade stattfindet. Aber die endgültige Entscheidung ist dann auch offen. Das ist kommentiert worden. Es gibt auch ein paar technische Aspekte, die da noch weiter ausgearbeitet werden müssen. Aber diese Möglichkeit, dass eben diese neuen Anwendungen, diese neuen Geschäftsmodelle lokal durch die Gemeinden, durch die Unternehmen in die Hand genommen werden können, die wäre natürlich faszinierend. Das eine sind die Geschäftsmodelle. Das andere ist der Otto-Normalverbraucher, wie Alexander, wie ich es bin, wie Sie es vielleicht auf eine andere Art und Weise sind. Wenn ich im Moment unterwegs bin, bin ich immer mal wieder in einem Funkloch. Da steht da ein E und mein 4G ist weg. Und wenn ich Pech habe, geht überhaupt nichts mehr. Genau. Ist das dann vorbei? Genau, also das mit der Fläche, das müssen Sie mit anderen Frequenzen lösen. Das wird in Zukunft mit LTE gelöst. Es sind Frequenzen freigegeben worden, die früher für Fernsehen benutzt wurden. Und die sind niedrig, um die 700 Megahertz. Und dafür erfolgt jetzt der flächendeckende Ausbau. Und dann haben Sie eben LTE in der Fläche, was für Otto-Normalverbraucher bestimmt schon mal ein richtiger Schritt nach vorne ist. Mal schauen, ob es dann auch funktioniert. Das werden wir dann sehen. Professor Thomas Wiegand, vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön. Gerne.